Digga, wie geht? Sieht man überhaupt irgendwas? Also ich sehe nicht, dass wir live sind. Du streamst auf 1080p. Natürlich, Digga. Mutig. Qualität muss on point sein. Ey, aber ich freue mich jetzt gleich extrem auf den Moment, in dem ich mir den Döner bei Mehmet hole. Du frisst Fleisch, ne? Ja, ja. Anständig. Und dann sage ich, an erster Stelle freue ich mich einfach für Mehmet. Der versteht das nicht. Ich sag dir ehrlich, Mehmet bekommt das gar nicht mit. Was er für einen Hype hat. Aber ich kann dir eins sagen, wir kommen da an und da wird eine Schlange sein. Das ist immer so um die Uhrzeit. Mehmet hat einfach den heftigsten Dönerladen jetzt gerade. Wenn du bei Google eingibst Döner, kommt sofort Mehmet als Vorschlag. Aber ist der Döner auch wirklich gut? Glaubst du, ich bewerbe einen Döner, der nach Scheiße schmeckt oder was? Nee. Ey, was soll denn das? Normal ist der Döner gut, Digga. Standard ist der Döner gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Aber das Ding ist, ich muss ohne weiße Soße essen. Weil sonst kriege ich Dünnschiss. Ja? Aber du meinst jetzt ohne Tzatziki oder was? Ohne Tzatziki, den Malak. Aber du isst die Auberginenpaste? Ja, wenn die ohne Milch ist, ja. Ja. Also außer natürlich deine Toilette ist extrem... Bei mir wird nicht geschissen. Ja, ich muss auf jeden Fall noch bei dir kacken. Verpiss dich auf keinen Fall, nein. Doch, safe? Nein. Ja, das geht nicht anders. Nein. Bei mir drückt es jetzt schon. Nein. Safe. Nee. Hey, wie lange soll ich verrücken? Moin. Darf ich dir eine Frage stellen oder was? Ja, klar. Gut. Sag mal ehrlich, würdest du fremde Leute bei dir kacken lassen? Also wenn es dringend sein muss, wenn der Stift schon malt, ja. Genau. Wenn der Stift schon malt, lol. Ja, okay, alles klar. Danke dir, Digga. Aber ich muss sagen, ich fühle den Punkt nicht so. Guck mal, das Ding ist... Du kannst im Casino kacken. Walla, die sind gut, die Toiletten. Ja. Die gucken da auch immer nur ein bisschen auf das Toilette. Ja, nee, da geht's nicht. Wie? Es geht nicht. Also ich muss schon bei dir. Nein. Mir hat auch deine Toilette gut gefallen. Deswegen hast du vorhin diese Andeutung schon gemacht. Er sagt schon, er hat mir vorhin so mit meiner Toilette geschmeichelt und ich denke mir, Digga, warum sagt er so? Nein, bei mir, aber wirklich, Nico, bei mir wird nicht gekackt. Ja, warum denn nicht? Okay, du kannst bei mir kacken, aber nur mit einer Begründung, weil morgen meine Putzfrau kommt. Ja, okay. Ansonsten wird das nicht gehen. Ich konzentriere mich auch, dass ich nicht daneben kacke. Ja, davon gehe ich aus. Das ist mir schon öfter passiert. Davon gehe ich aus. Das hättest du mir jetzt nicht sagen dürfen. Nein, das war ein Spaß. Nee, das war kein Spaß, Nico. Das war ein Spaß. Dass der Klempner gekommen ist, war ein Spaß? War kein Spaß. Der Einzige, der noch gefehlt hat, war der Maler. Aber das durfte ich selber machen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dich kann ich sowieso nicht mehr für voll nehmen. Sagst du, wer kein Fleisch ist, Digga? Sag mal ganz ehrlich, eins in den Chat, wer es genauso sieht. Ist das nicht lächerlich? Er kommt hier nach Buxtehude, um den Döner zu essen und frisst kein Fleisch? Hättest du in Stuttgart bleiben können? So ein Geschwätz. Das ist ein Digga, einen Döner frisst man mit Fleisch an meiner Zickdim. Oder Memo, wie siehst du das? Ja. Also, wir fahren da jetzt, falls wie gesagt zwischendurch mal das Internet ein bisschen broke ist, dann liegt es natürlich am Internet. Lul, war das eine gute Weisheit, Sascha, oder was? Das war eine sehr gute Weisheit. Wir fahren jetzt hoch in die Süd zum Dönermann. Falls das Internet ein bisschen broke an einigen Stellen ist, dann müsst ihr halt damit leben. Guck mal her, Nico, was ist das denn hier? Guck mal das hier, was ist das? Was ist das, Digga? Wer hat da ein Bild reingeklemmt? Was ist das denn, Digga? Bester Mann! Hat er ein Bild von sich hier reingeklemmt? Er klebt einfach so ein Ausweisfoto von sich da rein, so ein biometrisches... Hier. Oh ja, ey, Digga, was ist das denn? Was war denn jetzt gerade los? Nico, den packe ich dir bei dir in die Tasche. WTF, Digga. So, komm hier. So, also, zack. Das war ja jetzt gerade ganz krass. Digga, also ich habe schon viel erlebt, seit YouTube und Twitch mal, ne? Aber ein Ausweisbild an der Tür... Habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, korrekter Typ, wirklich. Der hätte auch ein Stück Scheiße hängen können. Aber nein, er macht ein biometrisches Ausweisbild dahin. Was bedeutet dieser Smiley, der hier gerade reingeschrieben wird, der mit dem Bart? Dieser Opa, der so lacht? Ja, genau. Das ist einfach nur, ja. Kennst du nicht dieses eine Video von... Doch, der kriegt doch so einen extremen Lachflash. Genau, und das ist von ihm. Achso, und das heißt dann sozusagen sowas wie Lul, oder wie? Die Leute lachen gerade, genau. Ah, okay. Also du meinst, also gerade sind im Prinzip alle zu Hause mit Lachflash? Ja, so in die Richtung, okay, ja. Okay, alles klar. Darf man hier im Auto rauchen? Der hat gesagt, wenn man es morgen nicht mehr riecht. Also der meinte, der raucht hier drin nur Meth. Dann schließe ich mich dem an. Markus, es tut mir leid. Ich kann nichts dagegen Markus tun. Markus ist das? Ja. Ja, der soll ich mal nicht anstellen, Alter. Von dem, was er mit euch verdient, kann er sich dann einfach auch ein anderes Auto holen, wenn es dann rausstinkt. So, wir sind jetzt noch nicht ganz, aber wenn wir die Aral-Tankstelle gleich, dann ist das Süd. Hier fängt langsam Süd an, aber noch nicht 100%ig Süd. Also das heißt, bei der Aral ist noch nicht offiziell, aber es ist Süd. Warum laberst du genau das nach, was ich gerade gesagt habe? Also, wenn man jetzt ganz genau hingucken würde, wären wir jetzt dann im Prinzip gleich in der Süd, oder wie? Geht's noch, oder was jetzt? Mal ein bisschen Zucht und Ordnung hier im Auto. Pass auf, du bist im Gegenverkehr. Bin ich überhaupt nicht. Du bist ein sogenannter Geisterfahrer. Süd. Wir sind oben in der Süd. Wir sind angekommen, Jungs. An der Stelle kann man auch mal uploadieren. Altersheim habe ich früher gearbeitet, Medikamente ausgeliefert, mit Fahrrad. Dr. Njorgsheim oder so, wie das heißt. Was verstehst du unter Medikamente? Ja, ich habe für die Apotheken gearbeitet mit dem Fahrrad und habe Medikamente ausgeliefert. Für welche Apotheke? Oben in der Süd. Was haben die verkauft?
Was lachst du da, Sascha? Das, der ist ich muss halt, niesen. Ja, wahrscheinlich musst du niesen. Das war ein geiler Job, ehrlich jetzt. Das war einer der besten Jobs. Die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs sein und von A nach B fahren und Medikamente ausliefern. Und immer von den alten Omis ein Zweier, ein Dreier in die Hand gedrückt bekommen. Aber du warst ja nicht nüchtern, oder? Nee, das war meine Kifferzeit. Ja. Koki-Zeit kam später, das war meine Kifferzeit, aber war ja nicht schlimm, ich war ja trotzdem also korrekt. Ja, eben. Ja, und das jetzt hier alles Süd schon. Die beste Wut. Ich fühle es gerade, ist echt krass, dass wir hier sind, ja. Ach, halt die Schnauze, Nico. Alter. Nee, ohne Witz, also es fühlt sich gerade ganz anders an. Eine schöne was? Wohngegend? Ja, ja, ja. Einige. Hier vorne auf der rechten Seite, lieber Sascha, kleine Rundführung mit Monty in Buxtehude. Auf der rechten Seite fahren wir ganz lange dran vorbei. Ach, der Wachtelimbiss. Ist der Wachtelimbiss, genau. Der Wachtelimbiss. Aber dem bist du auch nicht würdig, weil du kein Fleisch isst. Guck da gar nicht hin. Guck wieder zu dir. Das ist der legendäre Wachtelimbiss, Digga. Was ist Wachtel? Ach komm, scheiß drauf, Nico. Da weiß ich wieder, wer aktiv verfolgt, wer passiv verfolgt. Ja, Junge, was? Ja, nee, wie was, Junge, Digga? Warum ich weiß nicht mal, was eine Wachtel ist, Mann. Wachtelburg, da gibt's die beste Currywurst-Pommes der Welt. Ja, aber ist Currywurst aus Schwein? Ja, ja. Ja, das ist ja nicht halal. Ja, aber da muss man halt in dem Moment sündigen. Digga, es geht bei dir für so, und da, Torfweg. Siehst wenn man Glück hat, guckt Allah gerade nicht hin. Nein, wir sind ja im geschlossenen Fahrzeug. Allah kann hier nicht reingucken. Okay. So, da, ah ja, guck mal hier. Aha, da ist Mehmet. Ganz kurz auch noch aktive Real-Life-Story von mir. Hier war früher auch ein Supermarkt drin, da habe ich früher immer geklaut. Das kann gut sein, ja. Wir machen keine Fotos, sonst artet das nicht. Aber kannst du das immer sagen, weil mir ist es krass unangenehm. Ja, ja. Oh, hier riecht schon nach Mehmet. Hey, Monty hat gesagt, ich darf keine Fotos machen. Aber komm, wir machen heimlich eins. Kein Problem. Hey, servus Jungs, alles klar? Nico, größte servus. Fan von dir hier. Servus. Und du isst mit Fleisch, ne? Ja, genau. Wir sind hier live, Mehmet, ne? Ja. Willst du abgefilmt werden? Hallo. Was geht ab? An erster Stelle freue ich mich für Mehmet, Digga. Perfekt, jetzt habe ich's rausgehauen. Machst du uns drei Stück? Ein ohne Fleisch, zwei mit Fleisch. Oder willst du, vier. Aber bei mir ohne weiße Soße. Vier Stück, drei mit, ein ohne Fleisch, Mehmet, okay? Okay. Gut, okay, alles klar. Okay, alles klar. So, einmal offline. Ich mach hier nochmal den Führer. So. Den was? Oh, den Führer. Den Kameraführer. Also, wir sind jetzt hier in der Süd. So, damit ihr mehr seht, wie das aussieht. Ich kann hier keinen normalen Döner mehr essen. So, hier ist immer Schlange. Da ist immer bekannt. Das ist hier Sparmarkt Pape. Kennt ihr aus dem Buch. Kennt ihr aus ein, zwei Real Life Stories, aber ihr kennt das ja hier sowieso. Und dreh dich doch mal jetzt. Und jetzt macht Mehmet uns Döner und gut. Bestellt euch, was ihr wollt. Geht auf mich, ich zahle das dann. Nee, Digga, ich bezahle selber. Danke, ja, danke. Alles gut. Nein, nein, du brauchst doch keine Spendierhose hier machen. Ich bezahle selber. Gut. Ich bin dankbar für deine Videos. Nein, Bro, ich bezahle, Digga. Alles gut. Jedes Mal, ich bezahle selber, Bruder. Ich war gerade. Wir gucken deine Videos, wir haben ein Nachfleisch. Ja, ist ja gut, aber ich bezahle selber Döner. Danke. Mehmet lässt sich sowieso wieder nicht bezahlen. Das ganz normal. Aber ist auch korrekt. Ein Bild mit dir und Mehmet. Ja. Ja, geil. Wer kann das von sich behaupten im Dönerladen? Ein Bild mit Unterschrift sogar. Niemand. Sascha, hörst du das jetzt gerade? Hey Sascha, wir haben doch gerade was gesagt, oder? Wir haben doch gerade. Ja, wieso lässt du mich? Ich habe ein Bild gemacht, was soll ich machen? Warum lässt du mich immer als Idioten dastehen? Schau mal. Hier ist eine Stange, alles ich alles find's einfach unkorrekt, Digga. Sag dir ganz ehrlich. Ja, genau, die Stange ist seit du kein Fleisch isst, hast du dich verändert. Ey, Marcel, kannst du mir gefallen tun? Was? Kannst du später nochmal ein bisschen näher auf Mehmet filmen? Ich habe noch kein Bild in hochauflösendem Format von Mehmet und ich brauch's für meine Videos. Verpiss dich, gar nichts. Gar nichts mal, Digga. Du kannst mir am Arsch stecken. Oha, was war das für ein Sound? Und du kannst mir jetzt doch nichts sagen, Digga. Dass du keinen Bock hast, du keinen Bock hast auf Fleisch jetzt. Sag ehrlich jetzt, nur ehrlich. Ich finde, es riecht auf jeden Fall gut. Jetzt der Live. Nico, test. Jetzt bin ich gespannt. So, ich finde es gut, dass der vegan ist, der Döner. Kein Käse bitte. Aber ansonsten alles. Bester Käse bei mir. Nimm Käse, Sascha, Alter. Danke mit Käse. Ich sag ehrlich, ehrliche Meinung. Du musst nicht lügen. Soll ich was trinken? Ja, Wasser. Sag ehrlich. Der ist gut, ne? Ist gut, ja. Ja, der knallt, ja. Hab ich doch gesagt. Der schmeckt so halal. Die Leute denken ja immer, man hätte keinen Geschmack und wird einfach sagen, es ist der beste Döner, weil man keine Ahnung hat. Aber wenn man macht mit dem besten Döner, ist es einfach so. Der schmeckt einfach köstlich, schmeckt der. Oha, was hier los ist schon wieder. Ja. Die haben alle hoch. Oh, da muss ich. Da gehen noch heute Abend ein paar
Ich wollte dir ehrlich sagen, was das Einzige, was interessiert, das Einzige, was mich heute Abend interessiert. Wie bitte? Das Einzige, was mich heute Abend interessiert. Was denn? Casino. Nicht scharf oder nicht scharf? Gut, kein Schwab. Man kann das ja kombinieren. Geht? Nee. Aber das Beste ist doch, wenn du einen hohen Casino-Gewinn hast und dann noch ein paar geile News bekommst, oder? Also, was ich mir geil vorstellen könnte, eine Frau, die gerne Casino geht und du bist mit ihr zu Hause, ihr habt schon Bock auf Casino. Aber ihr geht noch nicht los. Und nach sagt ihr direkt, oh Baby, jetzt gleich Casino. Das stell ich mir rein. Und dann gefällt ins Casino. Hattest du sowas schon mal? Nein. Schade. Stell dir vor, nur mal als Beispiel, eine Frau mit dir erst bumst und danach zusammen ins Fitnessstudio. Du siehst, wie sie ihre Übung macht und du wunderst dich, woher kommt der Fleck zwischen den beiden und denkst, ah. Mit Frauen ins Gym ist Katastrophe. Ich weiß, Digga. Frauen halt für sich im Gym sind Katastrophe. Da kannst du ein Lied von singen, oder? Kann man nicht mal fotografieren. Was? Wird man direkt angezeigt und vor Gericht gezählt. So ein Ding ist das. Aber es geschieht ja auch recht, dass du warten musst. Wer ohne Fleisch nimmt und auch noch ohne Köln. Ey, Marcel, du fuckst mich übel ab. Ohne Spaß. Fuck, Digga? Ja, schon mal. Ach, egal. Erzähl. Nein. Wie kam der Sinneswandel ohne Fleisch? Wenn du jetzt ehrlich bist, 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Jetzt such einfach aus dem Bauch hinaus, was würdest du dem Döner geben? Aber 10 ist natürlich Weltklasse, also du musst ihm jetzt keine 10 geben, das ist klar. Aber jetzt wirklich zwischen 1 und 10. 8. Ja, 8? Das ist schon sehr gut. Man muss dazu sagen, ich habe ja nicht die Soßen auf, ne? Die Soßen machen nochmal einen Unterschied, ne? Weil der Auberginenpaste gibt es nicht so oft. Aber mich kann man auch easy zufriedenstellen. Du kannst mir einfach nur einen Teller mit Reis hinstellen, ein bisschen Hähnchen drauf machen, 10 von 10. Sieht mein Gesicht normal aus? Ja. Ich werde gleich bei Monte ordentlich Durchfall haben. So, Sascha, gönn dir. Wie das? Ja, wie gesagt, Saschas Bewertung spielt keine Rolle, er hat ohne Fleisch genommen. Aber Sascha, sag ehrlich, jetzt so erster Eindruck, wie schmeckt? Sehr gut. Hast du schon oft vegane Döner gegessen? Vegetarisch, ja. Meine ich, ja? Vegetarisch, ja? Okay. Nico? Wie findest du? Ganz aufgegessen ist immer schon ein gutes Zeichen. Ich sag mal so. Wenn ich richtig Hunger hätte, ich denke, ich würde so 3 Döner hier schaffen. Ernsthaft? Ey, weißt du, das erste Mal, wo ich Tim Kabel kennengelernt habe. Tim Gabel. Das war 2014, glaube ich, auf der Gamescom, wo du deinen ersten Auftritt hattest, wo Elotrix und ich dir geholfen haben, noch so ein bisschen Motivation. Ich weiß, ja. Und da habe ich Tim Gabel kennengelernt und er hat hinten drei Subs gegessen. Drei lange Subs. Ja. 3 Stück. Gar kein Problem für den. Digga, wenn der richtig im Fitness ist, der ist wie ein Scheundrischer. Digga, das ist nicht normal. So, hier sind einige am Warten, am Essen. Hast du Bock auf gebrannte Mandeln? Wir waren gestern auf dem Dom, haben auch da gebrannte Mandeln gegessen. In Hamburg? In Hamburg waren wir auf dem Dom. Dom kann man sich immer geben, aber nur am Wochenende, in der Woche. Ich bin mit einer Freundin drüben gelaufen. Ah ja. Wir haben uns 3 Glühwein gegeben. Ah, oha. Und danach haben wir noch bei mir im Hotelzimmer gechillt. Erzähl mir mehr. Haben nur einen Film geguckt. Hast du Bilder? Nee. Eins in den Chat, wenn Nico mal bei Instagram ein paar Bilder von Mrs. Bella posten soll. Ah ja, da sehe ich aber einige Einsen. 2 in den Chat, wer von Nico Schwanz Bilder sehen will. 2. What the fuck, man? Hey. Oha, ich sehe einige 2, Nico. Leute, also das war jetzt Mehmet Süd. Memo, wenn du ihm eine Zensur wahrscheinlich, eine Bewertung geben müsstest. Warum lachst du immer an meiner Zickte, Alter? Lass mich doch in Ruhe essen, Mann. Ja, aber kannst du auch jetzt mal eine Bewertung abgeben. 1 bis 10, 10 haben Beste. Wir doch schon. Hast du schon mal? Ja. Sag nochmal bitte einmal. 9. Wirst du ihm eine 9 geben? Okay. Sascha, zufrieden? Hast du schon eine Bewertung abgegeben? Du hast doch keine Bewertung abgegeben, ne? 1 bis 10, 10 Beste. Eine 8 würdest du ihm auch geben? Das ist gut, Digga. Nico hat eine 8 gegeben. Sascha hat eine 8 gegeben. Memo eine 9. Ich würde ihm auch eine 9 geben, weil ich glaube, so den allerbesten Döner der Welt, den wird es immer irgendwo noch geben, der noch besser ist. Deswegen eine 10 zu geben, wäre unfair. Es gibt aber auch gar nicht keine mit 4 10. Ich glaube auch nicht, Digga. Ich könnte meiner Frau auch niemals eine 10 geben. Grüße gehen raus an Mrs. Bella, oder an der Stelle? Disrespect direkt von Nico. Weißt in die du, was Hund. Du bist? Du bist eine 2. Ich bin eine 2? Ja. Wir hatten aber noch nichts miteinander. Ja, nee, hat dir das deine Mama so verraten, oder was? Optisch. Na, piss dich, Alter. Was würdet ihr Nico für eine Bewertung geben? 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste? Ja, das darf den Chat nicht fragen, ich bin der letzte Lichter. Ja, ich frag doch nur. Ich beliefer meinen Chat. Oh, ich sehe sehr viele Einsen, einige Nullen. Mit einer schreibt eine 20. Nico, kläre ich dir. Kein Problem. Das ist gerne bei mir. Und Memo? Was würdet ihr Memo geben? 1 bis 10? 10 ist das Beste? Oha, da sehe ich viele 10er, Memo. Viele 11er.
Also, wenn wir uns noch singen, schreibt ihm bei Instagram. Er schreibt auch gerne zurück. Und repostet eure Story. Nicht bei allen. Aber sagt ehrlich, gefällt euch der erste IRL-Stream? Ihr wisst, ich habe es lange vor mir hergeschoben. Habe immer gesagt, oh, IRL, habe ich mal Bock. Und ja, heute habe ich das dann mal eingerichtet, Digga. Gefällt euch? 1+, sagt ihr? Freut mich. Hier ist einer der Besten. Ich zeige ihn euch mal. Ich werde jetzt wieder, wie sonst, auch ein paar Witze bringen, Digga. Ja, aber ich glaube, ich werde dann von Twitch gebannt. Ach, ich habe noch die eine Audio. Hast du noch eine Audio, aber die darfst du nicht veröffentlichen, Digga? Nee. Von einem alten Kollegen von mir, der Bruder. Clarell heißt sein Bruder und richtig cool, auch seine Schwester kenne ich schon lange. Oha, Nico, hast du was geklärt? Ein sehr guter Typ hier, Buxtehude, Urgestein auch. So, hast du bezahlt schon? Wollte nicht. Memo, willst du hier bezahlen oder was? Alles schon. Ja? Ich wollte bezahlen. Ehre geht raus an Mehmet, danke für die Einladung. Ehre geht raus. So, Grüße gehen raus auch an Markus für den Wagen. Also du musst überlegen, die eine Tuss ist gerade zu mir gekommen, sagt zu mir, Entschuldigung, kannst du mir die Uhrzeit nennen? Sie wollte wahrscheinlich, dass du sagst, für den nach Rolex oder so, oder? Das hat sie selber gesagt. Und dann ist sie weitergegangen. Verliebt. Cringe. Verliebt. Weil sie da vorne, finde ich, ist, was würdest du ihr geben, Sascha? Die sieht ja ganz schnuckelig aus, die ne? Die ist 16. Man darf doch trotzdem aber auch eine 16-Jährige optisch einfach mal bewerten. Ich mach das nicht. Ja, gut, dann halt. Wie alt bist du nochmal, Monte? Das musst du doch am besten wissen, oder? 95er Baujahr, kannst du selber rechnen, oder? 24 auch noch zick dem Alter, warum fragen immer alle? Wie alt bist du, Nico? Du bist auch erst 23, oder? Ich bin 24. Ja, siehst du? War nur eine Frage so. Ja, aber ich verstehe nicht, warum immer alle fragen müssen. Nee, weil du kommst älter rüber so. Ja, ich bin halt schon reifer, Digga. Piss dich, wer ruft da zurück, Alter? So, aber dann zick dem auch rein. Hat er bleicht oder was? Ja, ja. Digga, was hier abgeht, ist ja echt ganz krass. Ich sag ehrlich jetzt, der Döner war schon gut, ne? Der Döner war gut, ja.